ganzen Morgen auf ein Paket von Swedish Fall wartet. Ich habe sehnlich auf die Sachen gewartet. Ich finde die so cool. Das ist mein neues Lieblingssport-Outfit. Schaut mal, wie schön. Also hier mit dem Netzeinsatz richtig, richtig schön. Also ich liebe jetzt schon die Sportsachen von denen. Und hier hinten, das sind so Riffelungen. Seht ihr das da unten? Also richtig, richtig gut. Und ja, ich finde das wirklich super. Und danke an Swedish Fall, dass ich Teil eures Teams sein darf. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich muss jetzt hier Hashtag Werbung markieren. Auf jeden Fall, ich liebe es jetzt schon. Damit macht sich damit lässt sich Sport noch besser machen, denke ich. Ja, also ich finde, da hat man einen richtig guten Hintern drin und überhaupt macht eine gute Figur, sitzt perfekt. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen anprobieren. Ich habe so eine Hose bestellt im Schlangenlook. Ich bin gespannt, wie die an mir sitzen, wie die aussieht. Aber ich finde die ja irgendwie crazy. Ich mag ja so crazy Sachen. Ich weiß nicht, ob ich alles behalte. Die Hose, ich tue jetzt überall in Werbung markieren, sicherheitshalber, wenn ich darüber rede. Der BH ist auch mega schön. Ist ja blöd, mit einer Hand zu halten, mit der anderen zu zeigen. Da ist deren Dings drauf, Label. Ich finde es so, so cool. Oh, ich finde es so schön. Und ein T-Shirt. Also auch mega mein Style. Ich liebe so verrückte Sachen. Ja, finde ich mega, mega schön mit Farbverlauf. Ja, Leute, ich kann nicht oft genug mega oder richtig sagen, auf jeden Fall. Ja, ich melde mich nur kurz, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit. Meine Haare sind nass, weil ich frisch geduscht habe. Eigentlich wollte ich ja keine Story so machen, weil da habe ich meinen Papiermüll wieder vom Amazon. So viel Kriegskrams und überhaupt, ich muss mal wieder Papiermüll entsorgen. Ich mache jetzt gleich nur eine kurze Story und dann bin ich weg. Mein Speicher platzt bestimmt bald wieder aus allen Nähten, so wie ich mich kenne. Auf jeden Fall wollte ich jetzt meine Eltern besuchen fahren und erstmal probiere ich noch schnell die Sachen an und dann habe ich mir schon Sachen zum Anziehen bereitgelegt, die ich anziehe, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Und dann muss ich noch Essen richten. Ich nehme ein paar Salate und so mit, weil das schaffe ich alles nicht alleine, sondern meine Eltern essen. Und dann habe ich noch gestern Essen gemacht, habt ihr gesehen, und es nehme ich zu meinen Eltern mit. Und ich bin gespannt, ob es denen schmeckt und ob es denen gefällt. Ich finde, es schmeckt so mega lecker geil. Sorry, ich kann es nicht aufhören, meine Haare anzufassen, weil die liegen wieder mal nicht, wie sie liegen sollen. Egal. Also ihr Lieben, auf jeden Fall wollte ich euch schon mal einen ganz tollen Samstag wünschen. Macht, was euch glücklich macht und verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Wir dürfen ja wieder unsere Familien besuchen. Wie schön ist das? Trotzdem passe ich auf. Ich habe gestern total Heuschnupfen gehabt. Extrem auf Level 1000. Ja, ich musste die ganze Zeit niesen und meine Nase ist die ganze Zeit gelaufen. Katastrophe, sage ich euch. Aber egal, es gibt Schlimmeres. Einen schönen Tag euch. Ciao, ciao. Also ich habe entschieden, Ihnen, euch doch alle Sachen zu zeigen. Ja, die Hose ist ziemlich crazy, aber ich mag sie. Sie sitzt auch richtig, richtig gut. Also wenn man so ein bisschen anspannt, macht echt einen guten Hintern. Sorry, diese Delpero tut auch immer ihren Hintern so präsentieren. Aber naja, ich bin von dieser Delperos Körper noch ganz schön weit entfernt. Ob ich jemals da hinkomme, ist die andere Frage. Schau mal, die haben hier so einen Einsatz hier. Seht ihr das? Da ist ein Einsatz. Auf jeden Fall richtig cool die Hose. Seht ihr es? Also richtig. Gott, es tut mir so leid die ganze Zeit, dass ich richtig sage. Hammer, hammer, hammer die Sachen. Ich liebe sie. Ich glaube, ich behalte sie alle. Wird ein bisschen was kosten, aber ich kriege die Sachen viel günstiger, als sie normalerweise kosten. Also, ja, damit ist die Sport richtig super. Macht mehr Spaß damit, denke ich. Eigentlich wollte ich schon längst weg sein, aber ja, typisch ich halt wieder mal. Ich muss noch so viel zu Hause machen, Leute. Ja, das ist auch noch ein Outfit. Macht ein ziemlich krasses Dekolleté. ja, wie gesagt, das hier stört mich extrem, wenn ich mich so runterbück. Ich möchte einfach das wegkriegen, aber das wird schwierig werden, weil ich muss halt wirklich sehr viel Sport machen. Das ist eine kurze Hose, wie ihr seht. Ja. Also die Sachen sind alle sehr cool. Das kurze Shorts. Ich bin halt sehr bleich, aber so bin ich und ich ändere mich dafür niemanden. Und wenn ich halt ein bisschen mehr Sonne abkriegen würde, dann wäre ich auch ein bisschen brauner. Aber ich glaube, ich bin eher so der blasse Typ. Ich glaube es nicht, ich weiß es, weil ich schon mal im Solarium war, aber es hat nicht viel genützt. Ich bin nicht so viel bräuner geworden. So ihr Lieben, das war's mit den Outfits. Ach, noch ein T-Shirt.
Ich bin tatsächlich kein T-Shirt-Mensch für Sport machen. Also dieses T-Shirt ist sehr eng. Also ich fühle mich da sehr eingeengt. So ist es ja mega schön. Kann man nichts sagen. Ich habe übrigens einen Sport-BH noch so runter an. Deswegen sieht es so aus, wie es gerade aussieht. Ich kann mich hier auch einen normalen BH anziehen für zu Hause und dann das Sportding anziehen. Ich weiß es noch nicht. Ihr müsst mir mal sagen, was ihr davon haltet, von dem Shirt. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu klein. Ich weiß es nicht so genau. Ich muss eine Nummer größer bestellen. Ich weiß gar nicht, was für Nummer ich da bestellt habe. S oder XS. Aber auf jeden Fall, ich finde, es tut ein Einschnüren. Ich mag eher Sport-BHs. Aber sonst wollte ich euch das zeigen. Es ist eigentlich ganz schön, das Shirt. Sieht das in meiner Haut, das Weiße. Ja, also ihr Lieben. Einen tollen Tag euch jetzt aber wirklich. Ciao, ciao.